Seit Anfang Juni ist die Postbank-Aktie an der Börse notiert. Im Fast-Entry-Verfahren steigt der Titel jetzt weiter in den MDAX auf. Für Experten keine Überraschung, hatte doch Postbankchef Zumwinkel die Gewinnprognose für das Gesamtjahr gerade erst bestätigt. Mit über 11 Millionen Kunden ist die Postbank die größte deutsche Privatkundenbank. Ihre Leistungen bietet sie vor allem in den Filialen der Post an. Im Internetbanking will der gelbe Riese bald Marktführer sein. Schon rund 2 Millionen Girokonten sind online. Und mehr als 8.700 Beschäftigte kümmern sich in den Postbankcentern um alle Fragen rund ums Geld. Um Geldautomaten geht es vor allem bei Vincon Nixdorf. Erst im Mai an der Börse gestartet, steigt das Unternehmen jetzt ebenfalls in den MDAX auf. Selbstbedienung ist Trumpf an den verschiedenen Terminals. Das Unternehmen aus Paderborn baut Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker für Banken und Sparkassen. Daneben produzieren die rund 5.000 Mitarbeiter auch Kassensysteme für die Nutzung von EC-Karten. Und beim Kassensturz nach 3 Quartalen bleibt dem Automatenhersteller ein Gewinn vor Steuern von rund 81 Millionen Euro. Schöner einkaufen, darum dreht sich alles bei der Deutschen Euroshop. Mit Beteiligungen an Shoppingcentern im In- und Ausland hat sich das Unternehmen seit seinem Börsengang 2001 stetig nach oben gearbeitet. Mit nur 3 Mitarbeitern ist Euroshop das kleinste Unternehmen im neuen MDAX. Derzeit gehören 14 Einkaufszentren dazu. 9 davon liegen in deutschen Ballungszentren mit entsprechend großem Einzugsgebiet und genügend Kaufkraft. Von Konsumflaute kann bei Euroshop keine Rede sein. Bis Jahresende soll in weitere Einkaufszentren im Ausland investiert werden.